Ich bin Anna von den Magical Kids. Ich wünsche allen Menschen auf dieser Welt einen wunderschönen dritten Advent und genießt die Zeit mit der Familie. Tschüss! Hallo, ich bin Hanna von den Magical Kids. Ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent und haltet durch in dieser schlimmen Zeit. Ich hoffe, ihr bleibt gesund. Hallo Leute, ich wünsche euch allen einen wunderschönen dritten Advent. Tschüss! Hi! Ich wünsche euch allen einen schönen dritten Advent, eine ruhige Weihnachtszeit und einen schönen Lockdown. Bleibt negativ, eure Anna! Hallo Nadja, ich bin 8 Jahre alt und in der Nachholzgruppe. Heute ist der dritte Advent, also zünden wir auch die dritte Kerze. Die will ich an. Dann nehmen wir halt die. Ich will euch zeigen, wie man Schnittern basteln kann. Man muss halt so ein kleines Blatt Papier nehmen und muss das halt so knicken, dass man halt so halt so einen Knick hat. Dann müsst ihr, wenn ihr das noch übrig habt, müsst ihr das halt dahin knicken. Und das noch abschneiden. Ich hab's schon fertig. Dann müsst ihr halt diese Seite, so halt die Linie, so halt knicken. Also Ecke auf die Ecke halt. Wenn ihr das schon habt, müsst ihr so ein Kreuz haben. Und halt diese Seite halt auf diese Seite nochmal knicken. Und so müsst ihr das auch auf der gleichen Seite, auf der nächsten Seite halt machen. So, jetzt habe ich so einen Knick, dann müsste ich noch halt so einen Knick machen. Ich habe das schon fertig. Dann müssen wir halt dies hier, hier und hier noch mal, also hier, hier, hier und hier. Müsst ihr noch mal, ich glaube, in die Mitte schneiden, also halt hier. Hier bist du in der Mitte. Halt so. Dann müsst ihr so halt überall das machen. Wenn ein Schnitt zu kurz ist, könnt ihr ihn halt länger machen. Und so muss man das überall machen. Und so muss es dann nachher so aussehen. Und da müsst ihr halt auf eine von den Seiten Kleber drauf schmieren. Und wenn ihr das schon gemacht habt, müsst ihr das halt auf die, da wo Kleber ist, die andere Seite drauf kleben. Also halt so. So muss es dann aussehen. Man muss ein bisschen festhalten. Dass es auch halten kann. Und so überall.
Ich bin schon fertig. Wenn bei euch auch so welche halt, die halt nicht so richtig wie ein Stern aussieht, müsst ihr es halt so nach innen knicken. Und so sieht das nachher aus. Ihr könnt halt zwei von denen machen, dann könnt ihr es zum Beispiel jemandem schenken oder halt an den Tannenbaum hängen. Also man kann mehrere davon bauen. Und so sieht es am Ende aus.